Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, seid ihr wieder dabei. Fondue-Rezepte gibt es bekanntlich so viel wie Fondue-Köche auch. Die bekanntesten kommen aus der Region Waadtland, Fribourg und Neuchâtel. Der Hauptunterschied besteht natürlich in der Käsemischung, aber auch in den speziellen Zutaten wie Knoblauch, Schalotten, Herdöpfel und sogar Tomaten. Wir waren an einem Ort, wo man 19 verschiedene Fondue essen kann. Wir sind im Restaurant Käsealp, 61.702 cm über Meer. Warum kommt man auf die Idee, in der Stadt Zürich so viele verschiedene Fondues anzubieten? Wir haben 1994 bis 1997 auf unserer wunderschönen Doppelhofterrasse im Winter ein Zelt gehabt, wo wir Fondue serviert haben. Wir haben gespürt, dass es ein Bedürfnis ist, in der Stadt Zürich Fondue zu servieren. Was eignet sich besonders gut, außer eben Brot, zum Fondue essen? Was sehr gut ist, sind frisch gekochte Herdöpfel. Dazu passen auch Silberzwiebeln, Maiskolben, Peperoncini und Oliven. Was auch sehr gut ist, sind natürlich getrocknetes Fleisch wie Bündnerfleisch, Bresaola, Bantli, Salsitz. Was ich weniger gut dazu finde, sind frische Fische, Meeresfrüchte und natürlich sämtliche Sättigungsbeilagen wie Pommes frites, Reis und Nudeln. Wir bieten aber auch saisonale Fondue an, im Frühling mit frischen Spargeln, im Frühsommer mit frischen Eierschwämmchen. Die Zukunftsaussichten sehe ich gut, weil es gibt immer mehr Fondue-Liebhaber. Da kommt man richtig Lust über auf ein Fondue. Darum und auch, weil wir draussen ein richtiges Fondue-Wetter haben, offeriert euch jetzt ein Coop verschiedene Käsemischungen zum Aktionspreis. Die Coop Fondue-Mischung, die Fondue-Mischung Moitié-Moitié, und Coop Naturaplan Biomischung. Die meisten nehmen zum Fondue Weissbrot. Es lohnt sich aber mal, verschiedene Brotsorten auszuprobieren. Tipp von unseren Bäcker ist das Pariser Brot oder auch das Nussbrot. Beide gibt es jetzt ebenfalls zum Aktionspreis. Ob hell, dunkel, mit Körner, ohne Körner oder sogar einmal ein Maisbrot, es ist erstaunlich, wie anders das Aroma vom Käse mit den verschiedenen Broten zur Geltung kommt. Ein guter Miteinander. Dass der Winter nicht immer weiss ist, das wissen wir ja. Aber so grün kann es eigentlich nur an einem Ort sein. Im Botanischen Garten wachsen Pflanzen auch im Winter fast im Himmel. Hier haben sie eine ideale Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wer in dieser kalten Jahreszeit daheim auch so ein grünes Zimmer möchte einrichten möchte, findet im Coop Bau und Hobby verschiedene grüne Pflanzen. Und erst noch zum halben Preis. Die Yucca, Areca-Palme, Diefenbachea, Ficus robusta und wie sie alle heissen, kann man mit diesen praktischen Pflanzenroller leicht am idealen Standort platzieren. Für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgt eine dekorative Alabasterschale mit Lampen und Nebler. So entsteht das richtige Raumklima für die Pflanzen. Immer mehr Produkte von Coop tragen das Gütesiegel von Max Havelaar. Es steht für fairen und existenzsichernden Handel mit Produzenten und Organisationen in benachteiligten Ländern. Neu gibt es jetzt den Marimba Espresso mit kräftiger Röstung und einem rassigen Espresso-Aroma. Marimba Bohnenkaffee mit mittlerer Röstung und einem vollen, ausgewogenen Aroma ist ebenfalls ein Genuss. Alle Marimba-Kaffee sind röstfrisch und aromadicht abgepackt und sowohl für Filterkaffee als auch für die Espresso-Maschine geeignet. Beide Mischungen gibt es als Bohnen und gemahlen. Zum Schluss wollen wir von euch wieder wissen, was ihr mit eurem letzten 100er würdet machen. So lange behalten, wie ich kann. Familie einladen. Ein halber Gleitschirm flogen, es reicht nicht für einen ganzen, aber einen halben gibt es. Wirklich nicht in Ausgang. Da könnt ihr also zu essen kaufen. Was man mit einem 100er so schnell alles kaufen kann, das seht ihr jetzt in unserem Halbpreisangebot. Coop Ravioli Napoletana im Duo gibt es für 3 Franken. Coop Le Gruyère Mild kostet 10 Franken und Ceva Softies im Multipack für 5,50 Franken. Mit diesen Hinweisen sind wir auch schon am Schluss der heutigen Sendung angelangt. In einer Woche zeigen wir euch, was Bäcker von Coop alles unternehmen, damit man am Feuer oben noch frisches Brot kaufen kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen miteinander.